Genau, jetzt aus dem Livestream die Bitte nochmal unsere Argumente deutlich zu machen. Genau, die Argumentation für die Schulschließung für alle Leute, die auf irgendeine Bildungsinstitution gehen, das heißt für Schülerinnen und Schüler an Realschulen, Gesamtschulen, Hauptschulen, Gymnasien, an Grundschulen, an Berufskollegen, an Universitäten, überall. Einmal bis zum 4. Mai gelten noch die Kontaktbeschränkungen von der Bundesregierung. Davor irgendwas zu machen, ist Quatsch. Dann kommt dazu, dass wenn wir jetzt zu früh aufmachen, dann riskieren wir eine zweite Infektionswelle. Was bedeutet eine zweite Infektionswelle? Eine zweite Infektionswelle würde bedeuten, dass der Lockdown viel länger noch verlängert werden müsste, und zwar unnötig lang verlängert werden müsste. Wir müssen versuchen, den Lockdown zu verkürzen. Ironischerweise schaffen wir das nur, wenn wir ihn jetzt noch für 2-3 Wochen durchhalten. Wenn ihr euch in Italien oder Spanien umguckt, da wird der Lockdown gerade auch noch weiter verlängert, obwohl die Zahlen dort deutlich runtergehen. Wir müssen aber auch in Deutschland, sieht es so aus, als würden die Zahlen langsamer ansteigen, aber sie gehen eben auch noch nicht vernünftig runter. Und das ist eben ganz wichtig. Sie müssen vernünftig runtergehen, dann können wir anfangen zu lockern. Ansonsten riskieren wir, wie gesagt, eine zweite Infektionswelle. Dann, warum wir sagen, dass wir für ein Durchschnittsabitur sind, warum wir das lautstark hier heute fordern. Durch den Lockdown, durch die Maßnahmen, durch die Medienberichterstattung sind ganz, ganz viele SchülerInnen in einem sehr schwierigen psychischen Zustand. Das hat Niklas hier vorhin auch schon gesagt. Die Isolation ist unglaublich schlecht für den psychischen Zustand. Ich glaube, das kennt ihr alle selbst auch. Es ist im Moment unglaublich schwer zu lernen. Und dann zu behaupten, wir hätten faire Lernbedingungen für das Abitur, wäre unmöglich. Dann kommt noch dazu, dass man sagt ja immer, hier der digitale Unterricht, der klappt ja bei allen Schulen super und jeder Schüler hat darauf Zugriff. Nein, das ist auch eine Lüge. Nicht jede Schule bietet digitalen Unterricht an und auch nicht jeder Schüler kann diesen digitalen Unterricht wahrnehmen, weil nicht jeder einen PC zu Hause hat. Es gibt auch Haushalte, in denen es nicht mal WLAN gibt. Das ist so, und das zu ignorieren ist absolut fahrlässig und unfair. Deshalb, wie gesagt, keine Schule, bevor nicht das Ende des Kontaktverbotes deutlich verkündet wurde, und auch keine Prüfungen bei unfairen Lernbedingungen. Wie gesagt, es ist möglich, freiwillige Prüfungen umzusetzen, aber das, wie gesagt, freiwillig, nicht für jeden. Es gibt Leute, die lernen können, aber es gibt ganz viele Leute, die sich verdammt schwer tun zu lernen. Und dann trotzdem zu sagen, dass man prüfen muss für eine Prüfung, die das restliche Leben bestimmen wird, ist unfair, fahrlässig und absolut ignorant von unserem Bildungsministerium. Jetzt frage ich mal den Chat. Genug Begründung? Ich denke ja. Gut, wie gesagt, ansonsten, ihr könnt das auch auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook die Begründung nachlesen. Genau, gibt es ansonsten von euch noch Fragen, die man beantworten könnte zum Thema Schule, zum Thema Abitur? Ja, gibt's auch Fragen. Dann sag mal. Wir haben gerade die 500 Abo-Marke geknackt, höre ich gerade. Vielen, vielen Dank. Genau, und wir sind ja nicht nur die 400, die 500 auf unserem Instagram-Kanal, sondern es sind die Tausenden auf den ganzen anderen Kanälen aus ganz Deutschland, die das machen. Solidarische Grüße an euch. Vielen Dank auch für euren Einsatz. Es ist unglaublich. Genau. Ja, es gibt keine weiteren Fragen. Gut. Ansonsten von uns die Aufforderung an Frau Gebauer, an Herrn Laschet. Die trauen sich anscheinend leider nicht raus, was ganz schade ist. Normalerweise, also ich habe in der Schule aufgepasst und... Ich habe eine Frage. Was machen die Schüler, die heute Prüfung haben? Ja, die Schüler, die heute Prüfung haben, einmal ganz wichtig, wir sind alle bei euch. Wir hoffen, ihr steckt euch nicht an.
solidarische Grüße an euch. Es ist absolut schrecklich, dass ihr die Prüfung machen müsst. Absolut unfair. Wir hoffen darauf, dass in den Bundesländern, in denen das Abitur durchgeführt wird, dass das auch hinterher Konsequenzen für die Politikerinnen und Politiker haben wird. Es kann nicht sein, dass man die Mehrheit der Bevölkerung so ignoriert, dass man die Mehrheit der betroffenen Gruppe so ignoriert. Es sind die Schüler, es sind die Lehrer, die betroffen sind, und genau die werden im Moment ignoriert. Und wenn das Bildungsministerium, ausgerechnet das Bildungsministerium, die wissenschaftlichen Grundlagen ignoriert, dann geht unser Bildungssystem einfach vor die Hunde. Das kann nicht sein. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die folgen, die geteilt haben, die uns unterstützen, die uns finanzielle Unterstützung haben zukommen lassen. Wie gesagt, diese Demonstration war leider nicht billig. Wir haben Rechtsunterstützung eben gebraucht, um das hier zu machen. Es ist unglaublich. Genau, und sobald die Maßnahmen auch gelockert werden, freuen wir uns natürlich auch, euch auf einer richtigen Demo mal zu sehen. Das wird zwar leider erst in den kommenden Monaten erst möglich sein, aber da freuen wir uns schon drauf. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Liebe Grüße und alles Gute an eure Familienmitglieder, an eure Lieben, an eure Lehrer. Genau. Und wenn ihr Lehrer seid, natürlich auch an euch. Beste Grüße von euren Schülern. Ja. Gut, und jetzt nochmal. Wie gesagt, wirklich traurig, dass die Bildungsministerin Frau Gebauer und der Ministerpräsident sich nicht raustrauen. Ich habe in der Schule aufgepasst. Ich habe gelernt, dass Demokratie aus dem Griechischen kommt und Herrschaft des Volkes bedeutet. Dann sollte man seinem Volk, das hier steht, auch Rechenschaft kundtun und rauskommen und sich die Argumente anhören und uns nicht über Instagram mit Strohmann-Argumenten abwimmeln, die absolut keinen Wert haben und teilweise einfach nur glatt gelogen sind. Wirklich.